ist die Mila? Wo bleibt sie wieder? Mila! Komm! Ja, das ist anstrengend, so berghoch, ne? Ja. Gut für die Muskeln. Ja. Für mich gibt es jetzt einen Obstsalat und für die beiden Fleischfresser. Gibt es jetzt hier sowas? Wollt ihr das haben? Hopp! Mila Maus! Dum, 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 dum. Ja, okay, nimm's dir! Sie trägt das ganze Ding durch die Gegend. Spot leckt's an. Toll. Ja, kannst du essen? Was hat sie damit vor? Ja, kannst du auch essen. Guck, sie stürzt sich gleich dran. Mila, kauen bitte. Jetzt auch verstanden. So, damit seid ihr jetzt erstmal eine ganze, ganz, ganz lange Weile beschäftigt. Die kann ich echt empfehlen. Rinderhufe mit Füße, also Rinderfüße mit Hufe, getrocknet für 3,99 € das Stück bei... im Futterhaus. Spot macht sich wenigstens bequem. Steht übrigens immer noch. Immer zum Vergleich, wie weit Spot jetzt ist und zum Vergleich. Was sie hier fabriziert hat, da ist man einen Moment weg. So viel dazu, sie wird damit lange beschäftigt sein. Jetzt glaube ich auch, ich weiß, warum sie vorne keine Zähne mehr hat. Mila, entspann dich doch mal. Wenn ihr mir heute wieder die Bude vollkotzt, gibt's Ärger. Mein geliebter Ernst wurde übrigens attackiert. Seht ihr das? Und da. Und da. Mein provisorischer Kreis hat leider nicht lange genug gehalten für die Pferde. Der Apfelbaum. Also Ernst. Sah wohl sehr lecker aus. Chill, Mila, ja? Chill. Ach, sie kriegt es nach wie vor nicht mit, wenn ich hier mir meine Jacke anziehe. Schuhe anziehe. Wie kann das eigentlich sein? Oder sie ist halt einfach viel zu kaputt, dass sie gar nichts rafft. Weil so ein bisschen hören kann sie. Das haben wir jetzt gemerkt. Aber auch erst jetzt. Davor gar nicht. Und im Haus geht es auch besser als vielleicht wegen dem Schall. Ach, ich weiß es nicht. So, tschüss, Mila. Wenn sie mich allerdings nicht weggehen sieht, dann schreit sie rum. Deswegen muss ich sie jetzt leider wecken, damit sie sieht, dass ich gehe. Dann sucht sie mich gleich. Mila Maus. Hallo, hallo, hallo. Huhu. Hi, hi, hi. Aha. Hallo.